Seitdem du aus London zurück bist, bist du die komplette WG-Zicke. Du nörgelst nur rum, das nervt. Und ich will hier nur durch die Wohnung laufen, ohne über die Dessous von deinen Betthäschen zu stolpern. Ich kann nichts dafür, dass dich keiner ranlässt. Ich soll jetzt zu LCL kommen, mich da reinschleichen und dich heimlich aus dem Fundus befreien? Vergiss es. Ich bin nicht deine Mutti. Hypnose kann sehr hilfreich sein, wenn man sich das Rauchen abgewöhnen will. Aber ich habe noch nie gehört, dass eine solche Behandlung hilft, wenn man unglücklich verliebt ist. Warum fahrt ihr jetzt nicht einfach mal mit Maxi in den Urlaub und genießt die schöne Zeit? Wenn alles gut geht, habe ich bis dahin vergessen, wer Ricardo überhaupt ist. Alexa Berg ist bei mir gewesen und hat eine Aussage zu Protokoll gegeben. Ansgar von Lahnstein, Sie sind vorläufig festgenommen wegen Mordverdacht an Vincent Berg und Eva Baumann. Was habt ihr denn so? Wollt ihr nicht zur Mitarbeiterversammlung? Du hast noch nichts gehört, oder? Ist irgendwas passiert? Naja. Wir wissen jetzt auch nichts Genaues, aber Vincent Berg hat deinen Vater in eine Falle gelockt. Es gab eine Schießerei und Eva und Berg kamen ums Leben. Und Ansgar? Der ist soweit unverletzt. Ich muss sofort zu. Nein, Kim, bitte. Das geht jetzt nicht. Er sitzt in Untersuchungshaft. Wie in Untersuchungshaft? Naja, die Polizei, die sieht das so, dass Ansgar Berg und Eva erschossen haben sollen. So ein Quatsch! Ansgar hat Eva wirklich geliebt. Warum sollte er sie umbringen? Das ist auch nicht meine Meinung, Kim. Aber die Polizei glaubt das nach Alexas Aussage. Alexa Berg? Was hat die damit zu tun? Sie war angeblich dabei und hat alles gesehen. Das ist ein Scherz, oder? Alexa ist Bergs Tochter. Es ist doch klar, dass die lügt, wenn die nur den Mund aufmacht. Okay, was hat sie noch ausgesagt? Ansgar wollte Berg am Yachthafen umbringen. Eva ging dazwischen und dann hat er sie erschossen. Sind die bescheuert? Niemals! Ja, danach hat der Berg erschossen und der fiel ins Wasser. Allerdings suchen die noch nach Bergs Leiche, weil es keinerlei Spuren gibt. Noch nicht mal auf der Waffe, auch da sind nur Ansgars Fingerabdrücke drauf. Ja gut, dann hat Berg eben Handschuhe getragen, was weiß ich denn, aber Alexa lügt. Ich weiß, ich sehe das genauso, Kim. Die Frage ist nur, wie kann man das beweisen? Dana, hey, ich bin's. Nein, alles gut. Ich wollte eigentlich nur fragen, wie es euch geht. Gibt Maxi einen dicken Kuss von mir. Warum ist ihn so? Wie, Ricky kommt schon heute. Okay. Nee, wahrscheinlich war ich gerade in einer Besprechung oder so. Ja. Falls noch was ist, kannst du dich ja melden. Okay. Dann bis morgen. Ich freue mich auf euch. Dicken Mama-Kuss. Ciao. Scheiße. Danke. Danke, Olli, für gar nichts. Ha! Ganz ruhig, ganz ruhig. Wir werden schon was finden. Wir werden was finden. Hast du schon mit Sascha geredet? Warum sollte ich? Naja, du suchst doch jemanden zum Abendessen. Alleine essen macht dick. Ja, mit Sascha macht mich alles verrückt. Wieso? Nur weil du ein bisschen spitz auf ihn bist? Fritsche, ich hab dem einmal auf den Hintern geguckt. Das wird dir wohl nicht verboten sein. Ja. Komm her. Das wäre gelacht, wenn wir das nicht hinkriegen. Komm schon, ich hab kein Problem damit, okay? Sascha übrigens auch nicht, der mag dich. Hm. Warum nennt er mich dann ständig Mutti? Das nervt. Ist es doch nicht gemeint. Ist total lieb gemeint, weil du so lieb zu uns bist. Für uns kochst und sogar dein Haus verkaufst. Sowas macht nur eine echt coole Mom. Deswegen, Mutti. Ich bin nicht mehr in Ricardo verliebt. Was machst du hier? Ich habe gerade erst noch mit Dana telefoniert und sie hat gesagt, du kommst erst heute. Heute?
Bis heute. Stimmt. Ja, und warum bist du früher zurückgekommen? Ein dringender Termin. Ich mache eine abschließende Untersuchung bei Tanja von Lahnstein. Sag mal, habe ich dich geweckt? Nein, ich arbeite hier. Mit geschlossenen Augen. Sag mal, wofür genau bezahlen die dich? Witzig. Jessie, Folgendes. Also, Danas und mein Wohnungsschlüssel sind beide in den Untiefen ihrer Tasche verschwunden und waren in der Eile der Zeit nicht aufzufinden. Ich muss aber noch mal bei euch in die Wohnung, um da was zu holen und bräuchte daher euren Schlüssel. Also Andi hat mir auch sofort euer Sofa angeboten, aber... Und sehr viel WG-Sofa? Ja, ich habe natürlich sofort abgelehnt. Das also, natürlich schläfst du bei uns auf dem WG-Sofa. Was ist denn jetzt los? Du hast völlig recht, Andi. Ich muss da noch was regeln. Ich habe einen Antrag auf Hafterleichterung gestellt. Alle wissen, was du durchmachst. Ansgar, hör zu, ich glaube deine Version. Es war Notwehr. Trotzdem ist es wichtig, dass wir deine Aussage noch mal ganz genau durchgehen. Okay. Kannst du mich nicht einfach in Ruhe lassen? Ich weiß, es ist schrecklich, dass Eva tot ist. Aber wenn du nicht aufpasst, dann macht man dich jetzt verantwortlich für ihren Tod. Willst du das? Eva hat mir das Leben gerettet. Als Berg mich erschießen wollte, ist sie dazwischen gegangen. Da hat er sie erschossen. Wieder auf mich angelegt. Mir war alles völlig egal. Ich habe mich auf ihn gestürzt. Ich wollte einfach an die Waffe. Dabei hat sich irgendwie ein Schuss gelöst. Was heißt irgendwie? Oder bist du an die Waffe gekommen und hast abgedrückt? Unter diesen Bedingungen wäre das immer noch Notwehr. Ich weiß es nicht mehr. Es ist aber wichtig, Ansgar. Für mich nicht. Gut. Was ist dann passiert? Wo wurde Berg getroffen? Die Seite irgendwo, keine Ahnung. Ist ins Wasser gefallen. Ich hoffe, er ist ersoffen und schmort in der Hölle. Eins noch. Alexa, bist du dir ganz sicher, dass sie nicht da war? Natürlich. Gut. Die gesamte Familie steht hinter dir. Wir werden alles tun, um die Aussage dieser kleinen Schlampe zu entkräften. Die Hauptsache ist, dass du jetzt nicht schlapp machst. Weißt du, was das Schlimmste ist? Eva ist tot. Und ich lebe noch. Hey, Olli! Was machst denn du hier? Ich wollte dich eigentlich retten. Zu spät. Der Kampf war hart, das Biest hat sich gewehrt, aber damit habe ich gewonnen. Glückwunsch, solltest du dir patentieren lassen. Nee, jetzt muss ich mich erstmal um diese Klinke kümmern.
Haben sich echt schon ein paar ausprobiert. Mann. Du hättest mich echt mal anrufen können, dann hätte ich mir den Weg gespart. Wieso denn? Du hast laut und deutlich Nein gesagt. Woher hätte ich wissen sollen, dass du doch kommst? Mann, die kapieren echt gar nichts. Einmal zu fest drehen und alles kaputt. Alter Handwerkerspruch, nach fest kommt locker. Weißt du eigentlich, wie viel ich gerade um die Ohren habe? Ich muss die Abrechnung fürs No Limits machen, die Buchhaltung. Ja, Mutti, ich hab's kapiert. Das nächste Mal rufe ich jemand anderen an. Fahr ich umsonst durch die Stadt für gar nichts. Hey! Danke. War wirklich nett, dass du hier warst. Ein kleiner Tipp. Mach das diesmal richtig. Nochmal komme ich nämlich nicht. Das sind die Models für die Fashion Days. So viele? Ja, ist natürlich eine Vorauswahl. Rebecca und ich müssen morgen buchen. Und wo haben Sie die alle her? Aus den besten Agenturen der Welt. Wieso, stimmt da was nicht? Na, also bei diesen blonden Models, da schlafen mir ja die Füße ein. Die Auswahl überlassen Sie besser Rebecca und mir. Natürlich. Ich werfe noch ein bisschen nach. Warte doch mal. Ich habe echt viel um die Ohren. Ich will dich gar nicht großartig aufhalten. Ich dachte nur, danke, dass du gekommen bist. Und Entschuldigung für meine dummen Sprüche. Naja, wir werden hier gerade ein bisschen besser. Brauch mir das nächste Mal eine rein, wenn ich Scheiße labe. Ich brauch das. Okay. Also komm, darauf stoßen wir an. Ja, grundsätzlich gern, aber ich muss wirklich los. Hey, keine Versöhnung ohne Schnaps. Okay, ein Drink im No Limits. Mitkommen, ich weiß was Besseres. Oh, Caro, du bist's. Sag mal, kannst du mir vielleicht ein bisschen helfen? Klar. Bei was? Das hier alles bitte im Klo runterspülen. Du musst wahrscheinlich ein bisschen mit der Bürste nachhelfen, sonst verstopft alles. Ich will auf gar keinen Fall Spuren hinterlassen. Bei sowas soll ich dir helfen? Stell dich doch nicht so an. Ich will nur ein bisschen meine Chancen verbessern. Indem du Setkarten entsorgst? Ja, natürlich nicht alle, nur die Blonden. Oh, wir sind ja noch ein paar. Nicht, dass du denkst, ich hätte das nötig. Ich habe eine super Setcard. Aber ich hatte ein bisschen Pech in letzter Zeit. Erst war ich schwanger, dann zu dick, dann Knöchel verknackst. Und jetzt will ich einfach mal auf Nummer sicher gehen. Ach, du willst das Gesicht der neuen LCL-Kampagne werden? Ja, ich will diesmal richtig durchstarten. Privat habe ich es schon geschafft, aber beruflich kommt jetzt noch. Privat? Na, sagen wir mal so, ich habe mich in den falschen Typen verknallt. Eigentlich war es auch gar nicht der falsche. Er war halt nur einfach nicht in mich verliebt. Egal, auf jeden Fall pennt er heute Nacht bei mir. Der Typ, in den du verliebt bist, ist keine so gute Idee, oder? Wieso? Ich will ihm halt zeigen, dass ich nicht mehr in ihn verliebt bin. Bin ich ja auch nicht. Und deswegen werde ich heute mit einem anderen Typen schlafen. Und du glaubst, das geht so einfach? Das ist jetzt keine ernst gemeinte Frage, oder? Du siehst doch, was ich mit meiner Konkurrenz mache. Hm? So, perfekt. Gut runterspülen, ja? Danke. In meinem zweiten Zuhause. Das ist Ansgar von Landsteins Büro. Der Typ hat voll meinen Geschmack. Von allem nur das Beste. Ja, wir müssen hier weg, das ist nämlich Einbruch. Wieso? Ich bin doch Hausmeister. Ich darf hier alles. Ja, Sascha, du darfst überall die Klospülung reparieren. Eben. Also entspann dich. Wenn jemand reinkommt, klopfe ich gegen die Rohre und sag, hier riecht's irgendwo komisch. Ey, du hast echt so einen Vollschaden. Wieso? Wir zwitschern uns doch mal rein. Ja, aber warum hier? Warum nicht nur Limits? Da gibt's auch alles. Ja, aber hier kommt's doch viel bequemer. Oder hat mutiert wer wieder Schiss? Ach, das ist ja schön, dass ich Sie hier noch treffe. Frau Stiel, gibt's noch was? Oh, nichts Wichtiges. Sondern?
dachte, wir arbeiten ja jetzt schon so ein bisschen zusammen. Und da stelle ich mich einfach noch mal so richtig vor. Ich bin Jessie. Und das blöde Sie, das steht ja nur irgendwie zwischen uns, oder? Ja, ja, finde ich auch. Tore. Ich stehe auf Bikes. Fährst du selber auch, Jessie? Nee, ich lass mich lieber fahren. Ich liebe das Gefühl zwischen den Beinen, wenn der Fahrer so richtig Gas gibt. Lust auf eine kleine Spritze? Gern. Sprichst du Spanisch? Nein, ich hasse Spanisch. Schlimm? Im Gegenteil, super. Verurteilen wegen Mord. Ja, aber jetzt warte erst mal ab. Die Landscheids sind stinkreich. Was soll denn das jetzt heißen? Stinkreiche Leute kommen nicht in den Knast, oder was? Reiche Leute haben einfach bessere Anwälte. Ja, du weißt ja immer alles besser. Klingt nicht gut. Ist sie heiß? Ja. Aber weißt du, was das Gute an Praktikantinnen ist? Es kommen immer wieder neue. Darauf trinke ich ein. Weißt du, ich bin nicht nur deine äußerst kompetente und vielseitige Assistentin, sondern auch selbst Model. Ich weiß. Und? Dann erinnerst du dich an die Kampagne? Nee. Jetzt vielleicht? Haartönungen. Schmerzmittel. Nein! Irgendwas mit Sex. Inzest. Die geilste Kampagne überhaupt bei RTL. Ach so, ja, jetzt erinnere ich mich. Findest du nicht, man sollte das fortsetzen? Ich könnte ja auch das Gesicht deiner Kampagne sein. Jessica, die Inzest-Kampagne ist über 2 Jahre her. Ja, ich werde ja immer noch auf der Straße erkannt und muss auch oft Autogramme schreiben. In der Modebranche sind 2 Jahre 200 Jahre. Wir brauchen also was komplett Neues. Da bin ich doch total die Richtige dafür. Ich könnte alle deine großen, schmutzigen Fantasien verwirklichen. Ja, aber dein Stil passt nicht so richtig zu unserem Konzept. Das ist ein bisschen zu blond. Ach, das kann man noch ändern. Ich wollte immer was Neues ausprobieren. Wie wär's denn mit Schwarz? Oder Rogen? Jessica, ich brauche dich auch als kompetente Assistentin. Wir haben echt viel Stress vor uns. Mmh. Wenn du dir Sorgen um die Doppelbelastung machst, das musst du nicht. Das bin ich gewohnt. Ich will eine Frau, die ein Geheimnis hat, die gefährlich ist. Ich kann eine Raubkatze sein. Ich weiß. Ich will Frauen, für die man in die Schlacht zieht, die man erobern will wie eine uneinnehmbare Festung. Oh, glaub mir, mich will jeder erobern.
die Festung schlechthin. Jessica, bei deiner Festung stehen alle Tore weit offen. Wow. Das war fies. Ich will das nur gleich sagen. Solange ich bei LCL bin, wird das mit dir und dem Model nichts. Hast du es eigentlich noch nie mal so richtig probiert? Was? So Beziehung? So richtig mit Liebe und so? Mhm. Viel zu oft. Bin ich nicht der Typ für. War ich auch nicht. Das kann man lernen, ehrlich. Ja, ja, sicher. Mhm. Es wird besser so wie mit dir und Christian. So eine Fernbeziehung ist echt nicht einfach. Man ist die ganze Zeit einsam und wenn man sich mal sieht, dann will man, dass alles ganz besonders gut wird. Und das ist es nie. Naja. Und dann lernt man jemand Neues kennen. Ja, das auch. Und dann wird alles noch schwerer. Du hast davon übrigens was total Schlaues gesagt. Über Beziehung? Mhm. Ich? Niemals. doch, über diese Schrauben und Gewinde, dass es kaputt geht, wenn man zu viel rumschraubt. Ist das was Wahres dran? Man schraubt und schraubt und irgendwann, da geht's pst, kaputt. Weil man nie so viel schrauben darf, dass sich einer nicht mehr bewegen kann. Klingt, als ob du dich gerade eingeengt fühlst. Von Christian? Eher im Gegenteil. Du bist. Oh, Entschuldigung, ich. Das ist schon okay. Ist aber ganz schön spät, junge Frau. Hm? Manchmal dauert die Arbeit halt länger. Und mein neuer Chef ist sehr anspruchsvoll. Aha. Ich habe mit Dana heute nur ganz kurz telefoniert, aber Maxi geht super? Ja, der ist eine richtige Wasserratte. Dana muss ihn die ganze Zeit dafür abhalten, das Meer zu durchqueren. Ab nach Afrika. Vermisst er mich denn genauso wie ich ihn? Jedes Mal, wenn er deinen Namen hört oder wenn er ein Bild von dir entdeckt, dann strahlt er über das ganze Gesicht. Mhm. Und du so, zwei Wochen kindfrei und das wilde Leben? Hm? Ja. Gut. Ja. Ja, dieses
ganze Mutter-Kind-Ding hat mich natürlich total verändert. Und jetzt bin ich wieder fast die Alte. Klingt gut. Ja. Deswegen habe ich auch heute mit meinem neuen Chef geschlafen. Ja, du hast... Beileid. Unsere Väter haben sich bekämpft. Sie haben sich gehasst. Keiner von ihnen wollte aufgeben. Und jetzt, was haben wir davon? Frau Baumann ist tot. Ihr Vater ist tot. Wozu das Ganze? Mein Vater und ich, wir hatten eine sehr spezielle Beziehung. Sie wüssten, wie oft ich mir das gewünscht habe. Dass ihn endlich mal einer abknallt. Sind Sie jetzt überrascht? Kennen Sie das nicht? Man liebt seine Eltern. Vielleicht ist das genau der richtige Zeitpunkt, um einen Schlussstrich zu ziehen. Keine Rache mehr. Ich meine, was haben Sie denn davon, wenn Sie eine Aussage gegen meinen Vater machen? Ja. Vielleicht ist es der Zeitpunkt. Wir beide und unser seltsamen Väter. Und viel gemeinsam, wissen Sie das? Aber es gibt einen Unterschied. Ich werde meinen Vater nie wiedersehen. Sie können ihn im Knast besuchen. Alexa, bitte! Und ich werde dafür sorgen, dass das lange so bleibt. Der ist so ein Idiot. Der kapiert einfach nicht, dass ich das perfekte Model für seine Kampagne bin. Tore. Ja, Tore Hellström. Du hast also mit diesem Tore Dingsbums... Hellström. ...geschlafen, um einen Job als Model zu bekommen. Ja. Normalerweise hätte das ja auch funktioniert, wenn der jetzt nicht so ein blödes neues Konzept hätte. Ja, das ist ja sehr bedauerlich. Allerdings finde ich eine andere Sache wesentlich bemerkenswerter. Hm? Du hast mit einem anderen Mann geschlafen. Wahnsinn. Und? Wir können jetzt über deine Beweggründe streiten, aber es deutet einiges darauf hin, dass du nicht mehr in mich verliebt bist. Ja, kann sein. Hm. Soll ich dir ein Geheimnis verraten? Ja. Er war besser als du. Viel besser. Helmke? Hallo, Herr Helmke. Hier ist Kim Wolf. Entschuldigen Sie die späte Störung. Kim Wolf? Ist irgendwas passiert? Ich muss eine Aussage machen. Aber es ist nicht Zeit, bis morgen. Es geht um meinen Papa. Ansgar von Landstein. Ich kann mir vorstellen, was Sie und Ihre Familie gerade durchmachen, aber... Ich habe Angst. Panische Angst. Ich war dabei, als es passiert ist, verstehen Sie? Als was passiert ist? Als Vincent Berg Eva Baumann erschossen hat und... als er meinen Vater ermorden wollte. Ich muss sofort eine Aussage machen. Also gut. Kommen Sie vorbei.
Danke. Danke. Gut, dann kommen wir mal zu den Details. Wo genau waren Sie, als Eva Baumann und Vincent Berg erschossen wurden? Auf dem Parkplatz. Was hatten Sie da zu suchen? Ich wollte mich verabschieden. Davon hat Ihr Vater in seiner Aussage aber nichts erwähnt. Ja, der wusste davon nichts, weil das war eine Überraschung. Und sonst hat Sie auch niemand gesehen? Und wie sind Sie da hingekommen, zum Yachthafen? Mit dem Taxi. Ihnen ist klar, dass er es überprüfen werde. Was genau ist dann passiert? Also, Vincent Berg hat Eva erschossen und dann wollte er Ansgar erschießen. Aber dann hat Ansgar irgendwie die Waffe bekommen und dann haben sie gekämpft. Ja, und dann fiel der Schuss. Keine Ahnung, das ging einfach alles so schnell, aber es war 100% Notwehr. Und dann, warum waren Sie nicht mehr am Tatort? Ich bin weggerannt, weil ich mich erschrocken habe. Sie beobachten, wie Ihr Vater in eine Schießerei verwickelt wird. Und dann gehen Sie erstmal in aller Seelenruhe nach Hause und warten ab, was passiert? Ich stand unter Schock. Was soll ich denn machen? Das passiert eben nicht alle Tage. Egal, was Alexa Berg behauptet. Ansgar hätte niemals Eva erschossen. Es war Vincent Berg. Bitte, das müssen Sie mir glauben. Hier geht's aber nicht ums Glauben, sondern um Fakten. Und wir haben auf der Tatwaffe nur die Fingerabdrücke Ihres Vaters gefunden. Ja, weil Vincent Berg Handschuhe anhatte. Ja, möglich. Auf jeden Fall müssen Sie Ihre Aussage morgen im Präsidium wiederholen. Und Kim, Sie sind sich bewusst darüber, dass Sie sich mit einer Falschaussage strafbar machen. Heimspiel. Das ist deine Party. Genau. Und das lasse ich mir doch nicht von irgendeinem dahergelaufenen Art Director da wegnehmen, oder? Nee. Hallo, was glaubt denn, wer er ist? Ne? Mhm. Weißt du, es wird wirklich Zeit, dass Tanja zurückkommt und diesen Windbeutel einfach mal rauskickt. Dabei war er doch so eine Granate im Bett. Ja, aber das heißt ja nicht, dass er bei LCL bleiben muss. So, so. Weißt du was? Ich bin wirklich froh, dass du wieder da bist. Lust auf einen Kaffee? Sehr gerne. Weißt du, es hat echt gut getan, mal wieder so richtig mit dir zu quatschen. Das fand ich auch. Guten Morgen. Ich hab voll verpennt. Wann bist du denn raus? Ich war gar nicht wirklich drin. Okay, und wo warst du? Bei Kommissar Hemke. Ich habe eine Aussage gemacht. Jetzt erzähl mir bitte nicht, dass du dir irgendeine Geschichte ausgedacht hast, um Ansgar zu entlasten. Kannst du mich ganz kurz in Ruhe lassen? Ich muss das hier auswendig lernen. Verdammt, das glaubt dir kein Mensch! Geht's noch lauter? Ja. Was Alexa Berg kann, das kann ich schon lange. Ich brauche nur noch ein paar Informationen von Sebastian und dann klappt es schon. Nein. Pass auf, es gibt Menschen, die sind zum Lügen geboren und die glauben den Scheiß, den sie erzählen. Aber du bist nicht so. Emilio, es ist zu spät, okay?
Ich muss das Ganze nur noch offiziell zu Protokoll geben und dann kommt Ansgar endlich aus der U-Haft raus. Sag mal, darf ich dich daran erinnern, dass du noch vor einigen Monaten genau das gleiche Problem mit der Justiz hattest? Eine Falschaussage und jetzt machst du den gleichen Scheiß nochmal? Das war vielleicht eine Ehekrise und die Sache ist schon längst vergessen. So, und diese Ehekrise hätte mich fast zurück nach Caracas gebracht. Es geht hier nur um Fakten, okay? Ich war letzte Nacht sogar am Tatort. Ich kann den perfekt beschreiben. Alles andere kann keiner mehr nachvollziehen. Kim, ich will einfach nicht, dass du das machst. Verstehst du das nicht? Ich gegen Alexa Berg, meine Lüge muss einfach besser sein. Kim, bitte tu das nicht. Jetzt lass mich doch mal. Hilf mir lieber, wie ich das mit dem Taxi löse, mit dem ich angeblich gekommen bin. Wiedersehen. Wiedersehen. Olli, hallo. Hey. Was machst denn du so früh schon hier? Ich hab nur meinem Mitbewohner einen Kaffee vorbeigebracht. Das bin ich meinem Ruf als Mutti schuldig. Wer bitte nennt dich Mutti? Komm vor. Da würde ich ja sofort eine reinhauen. Das sind noch reine Klischees. Verstehe ich doch drüber. Sascha, ist das Ding im Fundus endlich repariert? Das hält die nächsten 100 Jahre. Wundervoll. Ich habe auch schon die nächste Aufgabe für dich. Die Toilette ist verstopft. Da hat jemand tonnenweise Papier reingeschmissen. Das ist gut. Ich kümmere mich gleich drum. Danke. Ja, der Tag beginnt ja mal beschissen. Mhm. Dann lass noch so eine Nacht. Viel Schlaf war das nicht. Was ist das jetzt mit der Praktikantin? Die wird stinksauer sein, aber was ist schon ein One-Night-Stand gegen unsere erste gemeinsame Nacht? Es kommen ja immer wieder neue Praktikanten. Ich bin für dich da. Ich will, dass du das weißt. Vielen Dank. Okay, Sebastian, und dann? Aha. Und wie ist Ansgar an die Waffe von Vincent Berg gekommen? Wieso ich das so genau wissen will? Naja, Ansgar ist mein Vater. Ja, ja, okay. Danke. Hey, toll! Also vom Anwalt meines Vaters hätte ich ein bisschen mehr erhofft. Ja, aber Sebastian kann doch nur das antworten, was er gesehen hat. Er soll meinen Vater aus dem Knast holen, das ist sein verdammter Job. Da kann er schon mal ein bisschen kreativer sein. Kannst du das mal sein lassen? Weißt du, deine Kreativität bereitet dir nur Schwierigkeiten. Du behauptest irgendwelche Dinge, von denen du keinen Schimmer hast, ohne zu wissen, was die Polizei mittlerweile weiß. Bitte, es ist schon kompliziert genug, okay? Ich muss bei LCL anrufen, dass ich später komme. Ich mach schon. Oh. Hemke, Schatz, die Polizei ist da. Hallo. Guten Morgen. Morgen. Hallo, ich wollte gerade zu Ihnen. Wir machen das hier. Okay, gut, dann spare ich mir den Weg. Setzen Sie sich doch Kaffee. Danke. Ich glaube, wir zwei vergessen besser, dass Sie letzte Nacht bei mir waren. Sie haben doch meine Aussage gehört. Ja, und ich habe das überprüft. Ich war gerade bei LCL. Du warst zur Tatzeit in der Firma. Wer sagt das? Es gibt glaubwürdige Aussagen von zwei Kolleginnen. Also, die haben keine Ahnung. Die meisten wissen ja noch nicht mal, wie ich heiße. Eine davon ist deine Schwester. Wenn du also darauf bestehst, dann überprüfe ich deinen PC-Account und deine Telefonverbindung. Wo und wann hast du das Taxi bestellt, mit dem du angeblich zum Yachthafen gefahren bist? Kim, willst du mit der wackeligen Geschichte wirklich vor Gericht gehen? Vincent Berg hat Eva Baumann erschossen. Und beinahe meinen Vater. Ansgar hat sich nur gewehrt. Ich weiß, dass es so war. Ja, aber du warst nicht dabei und das ist das, was zählt. Mit einer Falschaussage bringst du dich richtig in Schwierigkeiten. Und deinem Vater hilfst du damit kein Stück. Aber so ein paar Stunden Schlaf haben schon noch gut getan, ne? Mhm. Sag mal, ist es okay, wenn ich hier dusche? Ich kann sonst auch im Krankenhaus. Mhm. Was? Fühl dich wie zu Hause. Okay. Cool. Das ist fast wie früher. Du meinst, als wir noch Kumpels waren und uns am nächsten Morgen unsere Bettgeschichten erzählt haben? Ganz genau. morgen. Hey. Nicht schon wieder. Was? Es ist nichts passiert.
hat noch nicht mal mehr gebitzelt. Hm. Wir sind einfach nur noch Kumpels. Wow. Ja. Ich bin wieder die alte Jessie. Oh. Aber wo hast du die letzte Nacht verbracht? Bei LCL auf einem Sofa. Mit Sascha. Und ihr habt... Quatsch. So viel Abstand zwischen uns. Aber du wärst gerne mal rübergerutscht, hm? Am Anfang war das alles total normal. Wir haben uns dann angezwitschert, uns über Beziehungen unterhalten, wie Kumpels. Dann? Dann hat er mich zum Abschied umarmt. Und es hat gebitzelt wie ein Waldbrand. Warum ist Christian nur so verdammt weit weg? Wo war Alexa Berg? Wann war sie da und mit wem? Ich will ein lückenloses Bewegungsprofil. Woher soll ich denn wissen, wo sie gerade ist? Ist es nicht Ihre Aufgabe, das herauszufinden? Nichts. Aber ich werde schon noch was finden. Keine Sorge. Und wenn nicht? Dann haben wir ein richtiges Problem. Aber noch ist es nicht so weit. Wenn es eine Möglichkeit gibt, deinen Vater da rauszuholen, dann werde ich sie finden. Versprochen. Versprich mir lieber was anderes. Du warst doch am Tatort. Leider zu spät. Ja, aber du kannst dich erst jetzt an alles erinnern. Ja, du hast unter Schock gestanden. Du hast vorher verdrängt, was du gesehen hast. Sowas gibt es doch. Moment, Moment, halt, halt, halt. Ich kann keine Falschaussage machen. Doch, das kannst du. Mein Vater sitzt im Gefängnis, weil Alexa Berg lügt. Wenn du jetzt auch lügst, dann ist doch wieder alles okay, oder? Sebastian, du musst es machen. Oder glaubst du, dass Ansgar Eva und Berg kaltblütig ermordet hat? Kim, bitte. Ich will wissen, ob du das glaubst. Nein! Also, warum hilfst du ihm nicht? Das werde ich. Mit meinen Mitteln. Wenn Tanja wegen Mord angeklagt wäre, würdest du dann auch so ruhig bleiben? Als ihr Anwalt würde ich auch dann keine Falschaussage machen. Er ist doch unschuldig. Warum hilft ihm denn keiner? To you.